Dennis Aytekin trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Grünsfeld ein. Der Schiedsrichter wurde 2020 erstmals zum beliebtesten Referee der Fußball-Bundesliga gewählt. Sein langjähriger Mentor Aaron Schmidhuber war 1992 sogar Weltschiedsrichter und weiß, was einen guten Unparteiischen ausmacht. Also ein Schiedsrichter muss eigentlich konsequent sein, er muss durchgreifen können, muss aber auch nicht übertreiben. Ja? Also dass er das gewisse Mittelmaß findet und dass er erkennt, wann ein Spiel dann in ruhigen Bahnen läuft, dann kann er es ja immer mehr laufen lassen. Oder wenn die dann zu treten anfangen, dann muss er natürlich strenger werden. Wenn er am Anfang schon zu großzügig ist, ja, dann ist es immer schwer, das wieder zurückzuholen. Seit 2008 pfeift Dennis Aytekin in der Bundesliga. Anfangs war er allerdings nach eigener Aussage ziemlich unbeliebt bei den Spielern, zu denen der gebürtige Nürnberger erst im Laufe der Jahre eine bessere Beziehung aufgebaut hat. Ich habe in den Anfängen, war das gar nie böse, dass ich quasi teilweise auf Spieler losgegangen bin in einer Art und Weise, was nicht angemessen war. Das lag aber eher daran, dass ich tatsächlich mit mir selber beschäftigt war und weniger mit den Menschen, mit den Bedürfnissen der Spieler. Und heute achte ich viel mehr auf die Bedürfnisse der Spieler. Ich versuche, auf die einzugehen und dann findet man auch eine Verbindung zu den Spielern und das hilft natürlich auch im Umgang, aber es hilft auch in meinem Job als Schiedsrichter und bei den Entscheidungen. Jahrelang hat der 1,97 Meter große Unparteiische mit Verhaltensforschern und Psychologen gearbeitet. 2020 schließlich wird er erstmals zum beliebtesten Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga gewählt. Er gehört für mich zu den drei Besten, die wir haben in Deutschland, weil er von seiner Art der Spielleitung mich mit dem Meister überzeugt, weil er einfach auch diesen Kontakt zu den Spielern herstellt, dass er redet, dass er Entscheidungen dann auch begründet und nicht einfach, ich sage mal, hochtrabend sich da nur mit dem Regelwerk auf dem Platz bewegt, sondern versucht immer den Konsens mit den Spielern auch zu finden. Ich glaube auch, das Thema Respekt, das heute Abend im Mittelpunkt steht, das lebt er auch ganz groß vor. Er bringt den Spielern gegenüber Respekt und dann erwartet er das natürlich auch sich gegenüber. Und das ist eine gute Kommunikation auf dem Platz und führt dazu, dass er aus meiner Sicht wenig Probleme bei der Leitung der Spieler hat. 223 Bundesligaspiele hat Aytekin bereits geleitet. Dazu kommen 84 internationale Einsätze. Bei seinem Vortrag zum Thema Respekt zeigt er zahlreiche Ausschnitte aus seiner langen Karriere. Geprägt hat ihn der ehemalige italienische Weltschiedsrichter Pierluigi Collina, dessen Motto lautete »You have to be prepared«, zu Deutsch »Du musst vorbereitet sein«. Eine sehr gute Vorbereitung ist einfach notwendig, um Entscheidungen zu treffen überhaupt. Dass man gut vorbereitet ist, auch egal wie viel Erfahrung man hat. Es ist aber auch wichtig, auf teilweise Details zu achten, auf Körpersprache, Bewegungsabläufe, Mikromimik, Gestik von Menschen. Also Menschen senden uns so viele Informationen und wenn man auf sowas eingeht und auf sowas achtet, dann bekommt man Zusatzinformationen und es hilft durchaus bei Entscheidungen. Die Schiedsrichterzunft hat es schwer. In den letzten Jahren sind viele Unparteiische weggebrochen. In jüngeren Jugenden können oft schon gar keine Schiedsrichter mehr eingeteilt werden. Ja, wir haben jetzt wieder einen kleinen Aufschwung. Also wir haben jetzt wieder über 50.000 Schiedsrichter. Ich glaube, wir müssen einfach weitermachen mit dem, was wir jetzt begonnen haben, für mehr Respekt, für mehr Miteinander zu arbeiten und zu kämpfen. Wir müssen die Menschen in den Vereinen, denen müssen wir klar machen, dass es ohne Schiedsrichter einfach nicht geht. Und dass man den Schiedsrichter als Gast behandelt und nicht als Gegner oder Feind. Respekt ist alles. Unter diesem Titel hat Dennis Aytekin ein Buch veröffentlicht, das in Grünsfeld schnell vergriffen ist. Mangelnder Respekt ist für den Unparteiischen allerdings ein gesellschaftliches Problem. Oder mangelnder Respekt ist ja nicht nur im Fußball ein Thema, sondern wir brauchen bloß rausschauen, egal wie teilweise wie Politiker behandelt werden oder Amtsträger. Es ist einfach sehr schade, was da gerade passiert und deswegen wieder so diesen Mindestmaß an Respekt zu zeigen, das wäre eigentlich so ein Herzenswunsch von mir, nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch im Umgang, im täglichen Leben. Bei der Benefizveranstaltung kamen insgesamt über 12.500 Euro an Spenden zusammen, die an 7 soziale Einrichtungen in der Region gehen.